Moin Magic Soul, heute geht es um deine Gedanken. Vielleicht befindest du dich mitten in deinem Seelenpartner-Dualseelenprozess, weil er vergeben ist oder verheiratet, vielleicht auch du, und euer Zusammenkommen will euch nicht so recht gelingen. Es verzögert sich einfach, ach, das ist einfach alles gerade blöd. Oder vielleicht wünschst du dir auch so sehr deinen Seelenpartner und er will sich einfach nicht zeigen, oder du bist vielleicht in irgendeiner anderen Situation, wo es dir gerade nicht so gut geht. Da ist es ja kein Wunder, dass wir uns viele Gedanken machen. Das Problem dabei ist nur, oder die Herausforderung, dass die meisten Gedanken, die wir uns machen, uns gar nicht so bewusst sind und eher negativ behaftet sind, als dass sie positiv sind. Das heißt, dass sie uns eigentlich eher sabotieren in unserer Mission, anstatt zu unterstützen. Und dem wollen wir heute auf den Grund gehen. So, dass du deinen Hauptgedanken herausfindest, damit wir den eliminieren können sozusagen und damit du dir einen neuen Gedanken schenkst, der dich dabei unterstützt. Ja, all das und noch viel mehr verraten wir dir jetzt. Wir sind's, Annette und Easy, meine Seele live aus Kapstadt. Wie schön, dass du da bist. Okay, los geht's. Ja, bevor wir uns mal anschauen, warum unsere Gedanken eigentlich so eine Macht haben, wir dann deinen Gedanken aufspüren, deinen Hauptgedanken sozusagen, der dir im Moment mehr schadet, als dass er dir hilft, um dir einen neuen zu schenken. Denn dafür machen wir nachher eine kleine Übung. Dafür möchte ich dich bitten, Blatt Papier und Stift zur Verfügung zu haben. Wenn du das nicht kannst, wenn es dir nicht möglich ist, du das gerade nicht hast, ist es überhaupt nicht schlimm, dann machst du imaginär mit. Okay, lass uns starten. Warum haben unsere Gedanken nur so eine Macht über uns? Ich meine, überleg dir mal. Das, was du denkst, bist du. Das, was du denkst, erlebst du. Das, was du denkst, lebst du. Das, was du denkst, passiert dir. Das, was du denkst, spiegelt er dir wieder. Ist das nicht der Wahnsinn? Ich meine, wir haben 60.000 Gedanken pro Tag. Die meisten davon sind uns nicht bewusst, was auch gut ist, weil sonst würden wir irgendwann wahnsinnig werden. So. Die meisten davon sind aber auch noch negativ, geprägt von unserer Gesellschaft, die ja lieber den Fokus auf das Negative hat als auf das Positive. Das haben wir so aufgesaugt sozusagen, damit sind wir groß geworden. Wir denken aber auch noch Gedanken aus der Kindheit. Also wie up-to-date ist denn das überhaupt, was wir da alles so denken? Und darum ist es so wichtig, da einfach mal aufzuräumen und mal zu gucken, was denke ich eigentlich und wie will ich eigentlich denken? Weil deine Gedanken gehören auch zu deiner Programmierung. Also dein Filtersystem, was du dir irgendwann geschaffen hast. Das heißt, wie du die Welt siehst, wie du sie wahrnimmst, wie du dich auch siehst und wie du dich wahrnimmst. Und unsere Gedanken sind irgendwann unsere Überzeugung geworden. Daran glauben wir. Und wenn wir an etwas glauben, ist das nichts anderes als Gedanken, die wir immer wieder gedacht haben, immer wieder gedacht haben, immer wieder gedacht haben, bis wir sie irgendwann geglaubt haben. Darum ist es natürlich auch mega spannend, mal zu schauen, was für Gedanken hast du denn eigentlich jetzt gerade in deiner Situation? Was sind deine Gedanken, die dich immer wieder besuchen? Denn nur wenn du dir etwas bewusst machst, kannst du etwas verändern und die Veränderung beginnt in dir. Das heißt, welchen Self-Talk führst du mit dir? Welche Story erzählst du dir jeden Tag? Denn deine Gedanken lösen Gefühle aus. Und so, wie du dich fühlst, dementsprechend schwingst du auch. Schwingst du also eher da im Mangel, da wo es dir nicht gut geht, da wo du Angst hast, oder eben in der Fülle, da wo die Liebe ist, da wo du auch den Glauben daran hast, dass etwas funktioniert. Und die Gefühle, die lösen wieder Gedanken aus. Das ist ja immer so ein Ping-Pong-Spiel. Da, wo du schwingst, das ziehst du an. Wenn du einen bestimmten Wunsch hast, musst du auf die Frequenz kommen, da, wo dieser Wunsch ist. Und das löst du aus mit deinen Gedanken und mit deinen Gefühlen. Darum ist es so wichtig, dass du dir bewusst machst, was denke ich da eigentlich gerade? Was fühle ich da gerade, um es ändern zu können? Und wie du ja weißt, ist alles erstmal neutral. Du gibst dem Ganzen eine Bedeutung. Wie du es sehen willst, ob es dir gut tut oder weh tut, ob es positiv ist oder negativ. Das heißt aber auch, dass du die Person bist, die das verändern kann, weil du eine Entscheidung für dich triffst, wie du das sehen möchtest, wie du das wahrnehmen möchtest, was du damit machen möchtest. Und das finde ich so cool, weil das hebt uns heraus aus dieser Ohnmacht, in der wir manchmal sind, wenn wir uns in solchen Situationen befinden, wo wir wirklich verzweifelt sind und nicht wissen, wie es weitergeht. So, okay, und das wollen wir jetzt ändern. Nimm dafür einfach mal deinen Zettel und deinen Stift in die Hand. Wenn du es nicht kannst, machst du imaginär mit. Und jetzt sei mal ganz, ganz ehrlich. Schließ mal auch gerne deine Augen dafür, wenn du es kannst. Und jetzt
Lass mal den Gedanken kommen, der immer wieder kommt. Dein Hauptgedanke sozusagen, den du bezüglich deiner Situation gerade hast. Lass den mal kommen, der soll sich mal zeigen. Was ist das für ein Gedanke? Ist das der Gedanke, warum ist er immer noch nicht in meinem Leben? Warum sind wir immer noch nicht zusammen? Warum ist er immer noch nicht da? Warum bin ich immer noch nicht seine Nummer eins? Warum hat es immer noch nicht geschafft, es seiner Ehefrau oder seinem Ehepartner zu sagen? Warum nicht? Da ist dein Fokus drauf. Kommt dir bekannt vor, ne? Und das sind diese typischen Gedanken, die wir denken. Und ich sage dir ganz ehrlich, als Lutz und ich damals in unserem Seelenpartner-Dualseelenprozess waren, haben mich auch diese Gedanken besucht. Ist doch ganz klar, wir sind Menschen. Aber sie bringen uns nicht weiter, das ist das Problem. Sie sabotieren alles, sie stehen uns im Weg und verzögern unser Zusammenkommen. Sie ziehen uns nur runter. Sie lassen uns da unten im Mangel und in der Angst, aber nicht da oben auf der Frequenz, wo das ist, was wir uns wünschen. Und was ziehen denn unser Leben? Nämlich genau das, was wir nicht wollen. Dass er immer noch nicht da ist. Dass er es immer noch nicht geschafft hat, zu Hause mal aufzuräumen. Dass er sich immer noch nicht getrennt hat. Dass er immer noch nicht bei dir ist. Da ist dein Fokus drauf. Das heißt, wir manifestieren ja die ganze Zeit. Du manifestierst genau das, was du dir nicht wünschst. Das heißt, der Prozess wird immer mehr verzögert. Es wird immer länger dauern. Weil du dem Universum auch zeigst, dass du noch nicht reif dafür bist. Weil du noch nicht daran glaubst, dass ihr zusammengehört. Dass ihr füreinander bestimmt seid, egal wie die Situation jetzt auch gerade ist. Und ich weiß, es ist nicht einfach. Aber du kannst dich kontrollieren. Und ich habe damals angefangen, mich zu kontrollieren, meine Gedanken zu kontrollieren und wirklich mich entschieden, welchen Gedanken, ganz bewusst, welchen Gedanken ich denken möchte oder nicht. Und da kannst du auch stichprobenartig schauen, was du gerade denkst. Weil das fühlst du. Du fühlst, ob du positiv denkst oder ob du negativ denkst. Das ist das Coole. Also wenn es dir nicht gut geht, wirklich mal kurz innehalten und mal gucken, was denke ich da eigentlich gerade? Und dann entscheiden, will ich das denken oder nicht? Und das Problem ist ja auch, je mehr wir uns gegen etwas wehren, das heißt, je mehr wir sagen, das will ich nicht und all diese ganzen Sachen, wird es immer schlimmer. Weil auch damit ziehst du an. Je mehr Widerstand du gegen irgendetwas hast, desto mehr ziehst du es auch an. Das heißt jetzt nicht, dass du das alles toll finden sollst, was da passiert. Das meine ich überhaupt nicht. Ne? Sondern es geht darum, auch manchmal Frieden zu schließen mit der Situation, die gerade ist, um wieder Luft zu haben, um mal wieder atmen zu können, um mal wieder auch neue Möglichkeiten und Gedanken eben in dein Leben kommen zu lassen, um die Situation einfach auch zu verändern. Weil wenn du immer das Gleiche machst, kann sich nichts verändern. Dann wird immer das Gleiche geschehen. Es ist einfach so. Das ist Gesetz. So, und den Gedanken, deinen Hauptgedanken, den du gerade hast, den du gerade herausgefunden hast, wo du sagst, oh nee, der hilft mir überhaupt nicht weiter, den will ich jetzt mal verabschieden. Und dafür schreib den mal auf dein Blatt Papier. Wie gesagt, wenn du keins zur Hand hast, kannst du es imaginär machen, dass du die Augen schließt und das aufschreibst oder eben hier auf den Zettel, den ich hier halte. Hier kannst du es auch imaginär drauf schreiben. Überhaupt kein Problem. So, und schreib mal diesen Satz auf. So, und wenn du das hast, dann zerknüll das mal und dann sag ihm einfach mal, tschüss, lieber Gedanke, ich wünsche dir noch ein schönes Leben, aber nicht mit mir und weg damit. So, den hast du jetzt losgelassen. Und wenn du jetzt noch mehrere Gedanken hast, kannst du es natürlich genauso machen, dass du sie wirklich mal loslässt. So, und jetzt ist Raum entstanden für einen neuen Gedanken. So, und jetzt entscheide mal ganz bewusst für dich, wie soll dieser neue Gedanke sein? Der dich nicht mehr sabotiert, sondern der dich unterstützt, der dir hilft. Letztendlich auch euch, weil vielleicht sagst du, Annette, aber was bringt denn das, wenn ich jetzt nur meinen Gedanken irgendwie ändere und er oder sie eben nicht? Seelenpartner sind doch telepathisch. Einer muss doch anfangen, wie ich immer sage. Einer muss mal den Schritt machen und da jetzt mal etwas verändern in dieser Situation. Weil wenn ihr immer so weitermacht, wird sich nichts verändern. Also sei du diejenige oder derjenige, der jetzt sagt, so, ich räume jetzt mal auf, ich verändere jetzt mal was. Und die Veränderung beginnt in dir, die du dir im Außen wünschst. Also, wie soll dein neuer Gedanke sein? Nimm auch gerne Humor mit rein. Oder mach den total crazy. Zum Beispiel.
Warum habe ich nur so eine magische Anziehungskraft auf meinen Seelenpartner, dass er gar nicht mehr ohne mich kann? Oder auch, ich bin mehr als seine Nummer 1, ich bin seine Nummer 1 plus mit Sternchen oder sowas. Oder auch was Lustiges, er kam so schnell zu mir, dass ich gar nicht mehr aufräumen konnte. Merkst du, was passiert? Du musst grinsen dabei. Du fängst an, deine Laune zu steigern. Und das ist das Coole, wenn du da eben den Witz und den Humor mit reinnimmst. Weil dann schwingst du anders. Das ist ja das Schöne. Oder auch, warum ist er nur so verrückt nach mir das? Punkt, Punkt, Punkt. Und ergänze den Satz. Oder, egal wen er anschaut, er sieht nur mich. Ist auch cool. Also sei da wirklich kreativ und habe richtig Spaß daran. Natürlich musst du letztendlich davon überzeugt sein, um eben auch da weiterhin zu schwingen, um eben auch wirklich das Gesetz der Anziehung für dich zu nutzen, dass das eben auch in dein Leben kommen kann, dass das eben schon geschehen kann. Beziehungsweise es ist ja schon alles da, deine Seele hat ja schon alles vorbereitet. Genauso kann der Satz sein, meine Seele oder eben unsere Seelen sind on a mission. Die schaffen das, die kriegen das hin. Oder wir sind one. Einfach diese drei Worte, wir sind one, Punkt, erzählt doch schon alles. Und es ist wirklich so, ihr seid füreinander bestimmt. Sei relaxter, was diesen ganzen Prozess und was das ganze Prozedere angeht. Je relaxter du bist, desto besser kann es in dein Leben kommen, desto besser kann es geschehen bzw. kann sich zeigen. Weil wie gesagt, eure Seelen haben ja schon alles vorbereitet. Die sind ja on a mission, wie gesagt. Die wollen das ja, dass ihr zusammenkommt. Aber manchmal sind da noch ein paar Hausaufgaben zu machen, bevor ihr eben überhaupt diese wahrhaftige Liebe leben könnt. Habe ich ja schon oft drüber gesprochen. Dafür ist ja auch der Seelenpartner im Prozess da. Der Weg zu dir, damit du dich letztendlich entdeckst, das Wunder, welches du bist, und auch das Geschenk, um es auszupacken. Um bei dir zu sein, du selbst zu sein, weil das brauchen wir auch in der neuen Zeit. Und daraus kannst du dir einen Glaubenssatz machen. Kannst du auch wieder auf einen Zettel aufschreiben oder auf mehrere Zettel überall hinkleben, auf dein Handy schreiben, dich erinnern lassen, dich wecken lassen von diesem Satz sozusagen. Weil das Schöne ist, je mehr du dir diesen Satz einhämmerst, deinen neuen Glaubenssatz sozusagen, deinen neuen Gedanken, irgendwann wirst du an den glauben. Das hast du auch mit den anderen Gedanken auch gemacht. Das kannst du mit jedem Gedanken machen. Irgendwann wirst du an diesen Gedanken glauben und dann ist er völlig normal für dich und dann kann es auch passieren. Ist das nicht cool? Und es bringt doch viel mehr Spaß, oder? Und du wirst merken, dein Self-Talk verändert sich. Du wirst dir eine ganz andere Story erzählen, weil du dich rausgeholt hast aus deiner Ohnmacht, wo du verzweifelt warst, weil du nicht wusstest, was du machen solltest. Du kannst es hier steuern. Du musst dir ein neues Mindset schenken, um damit ganz anders umzugehen. Dir eine ganz neue Programmierung auch letztendlich schenken, ein neues Filtersystem. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen, das ist ganz klar. Aber wenn du jetzt damit anfängst, wenn du jetzt für dich die Entscheidung triffst und sagst, ich verändere das jetzt, ich verändere jetzt meine Gedanken und ich achte jetzt darauf, was ich denke, und ich bestimme, welche Gedanken ich denken möchte. Und das wird alles verändern. Ist das nicht cool? Und wenn du Lust hast, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ich habe auf YouTube ein Short veröffentlicht, wo du dir wunderschöne Botschaften von deinem Seelenpartner holen kannst. Ebenso auch auf meinem Instagram-Account. Ich werde dir das auf alle Fälle nochmal verlinken, dass du da schauen kannst. Und dann kannst du immer, wenn dir danach ist, eine wunderschöne Botschaft von deinem Seelenpartner holen, wird dich unterstützen, das wird dir Freude bringen und je mehr du in deiner Freude sein kannst, desto leichter wird es dir auffallen. So, wir hoffen, dir hat dieses Podcast-Video gefallen und wir wünschen dir ganz, ganz, ganz viel Freude mit deinem neuen Gedanken. Wir sehen uns im nächsten. Ciao for now. We love you, du bist Magic, deine Annette und Easy.